was denken sie auch? Was denken sie auch? Was denken sie auch, wenn ich sage, was ich denke? Wenn ich tue, was ich sage, wenn ich sage, was ich tue? Was sagen sie dazu? Was, was? Wenn ich denke, wer ich bin, denke ich, wer ich soll sein, nämlich anders als ich bin, ganz anders als ich bin. Wenn ich denke, dass die Leute denken, ich sei so, wie sie denken, dass ich bin, werde ich so, wie die Leute denken, dass ich bin, werde ich so, wie die Leute denken, dass ich bin. Gibt es für mich nichts mehr zu denken, weil dann denken sie durch mich und dann denke ich durch sie. Ja, wie soll ich wir? Wenn ich bin, mit mir denken, dass ich bin, gibt es für mich nichts mehr zu denken, weil dann denken sie durch mich und dann denke sie durch mich und dann denke ich durch sie. Ja, wie soll ich wir? Das ist so eng. In diesem Sinne ist es so eng. Das ist eine Baustelle für Engel. Der hat keinen Platz auf dieser Welt. Der ist überfremdet. Fremdbestimmt. Der hat weder eine Herzkammer, noch ein Herzzimmer, noch ein Herz. Saal, noch eine Herzhalle, noch eine Herzkathedrale. Der hat gar nichts. Wirklich eng. Ich bin nicht ohne Glück, für die Leute, wo bin ich, lass mich sein. Was sagen die Jungen oft? Die keinen Platz haben, die verplatzen. Das ist Jugendgewalt. Ja, und wie kommt das, dass die keinen Platz haben? Wie kommt das, dass sie so eng haben? Wie kommt das, dass sie so eine Baustelle sind für Engel? Wie kommt das? Geben sie, wird ihnen der Raum genommen? Weggenommen? Oder geben sie ihn weg? Oder? Sagen die Eltern, du musst. Die Lehrer, du musst. Du sollst. Hast du Aufgaben gemacht? Ich glaube, alle Menschen geben den Raum selber weg. Als Kind. Wenn sie überleben wollen, dann müssen sie sich anpassen.